Heute möchte ich über die Wichtigkeit von Entscheidungen treffen reden. Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig es ist, überhaupt Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun im Außen, aber auch in der inneren Arbeit, wenn es um innere Themen geht. Oft ist es so, dass Menschen denken, na, ich entscheide mich jetzt mal noch nicht, ich warte noch, wann ich die Entscheidung treffe, dass sie das damit vor sich hinausschieben können und dann immer noch die Wahl haben. Eigentlich ist es aber so, dass man sich in dem Moment dazu entschieden hat, keine Wahl zu treffen. Und das ist natürlich auch eine Wahl, nämlich dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn ich immer wieder Entscheidungen treffen hinauszögere, dann ist das immer wieder die Entscheidung dafür, mich nicht entscheiden zu müssen. Und sobald ich das weiß, kann ich aufhören, diese Entscheidung immer weiter hinauszuzögern und anfangen, mir zu überlegen, möchte ich genauso weiterleben wie bisher, mit dieser Krankheit, dieser Lebenssituation, mit diesem Stress, mit dieser Anspannung, mit diesem Unglücklichsein oder möchte ich etwas verändern? Und dann fange ich tatsächlich an, oft mich mit Entscheidungen auseinanderzusetzen, um diese auch zu treffen, zeitnah. Nicht irgendwann vielleicht in der Zukunft, sondern hier und jetzt. Und da liegt auch oft ein Missverständnis, dass die Menschen denken, aufgrund der vergangenen Erlebnisse können sie sich jetzt gar nicht mehr entscheiden. Meiner Erfahrung stimmt das oft nicht. Die Entscheidung ist möglich, aber die Menschen haben Angst vor der Entscheidung. Sie haben Angst davor, was passiert, wenn sie sich dafür entscheiden, endlich mal aus dem gewohnten Bild auszutreten, aus dem, was für sie normal und alltäglich ist, was Neues zu erleben. Denn das heißt ja, eine Entscheidung zu treffen, dass es eine Veränderung geben wird. Und viele Menschen haben sehr, sehr große Angst vor Kontrollverlust, Angst davor, was passieren wird, wenn sie etwas Neues erleben. Manchen Menschen ist das bewusst, manchen Menschen ist das völlig unbewusst. Und dann helfe ich ihnen natürlich in der Praxis, das überhaupt einmal zu merken, dass da eine unglaubliche Angst ist. Zum Beispiel bei der Frau, die immer geschlagen wird vom Mann, aber immer noch beim Mann bleibt, weil sie in das Gute im Menschen glaubt. Aber natürlich lebt sie die Hölle auf Erden und eigentlich wäre es für sie besser, den Mann zu verlassen, um nicht mehr jeden Tag geschlagen zu werden. Dort fehlt oft die Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen überhaupt. Denn natürlich ist das Risiko da. Wie wird der nächste Mann? Wo komme ich unter? Was ist mit meiner Arbeit, mit den Kindern? Wo werde ich wohnen? Ganz, ganz viele Konsequenzen entstehen aus einer Entscheidung manchmal, wie in diesem Fall. Und keiner sagt, dass das einfach ist. Aber Leben wurde nicht konzipiert, um einfach zu sein, sondern dass wir leben und Erfahrungen machen. Und auch wenn das für den einen oder anderen sehr hart klingen mag, ohne Entscheidungen geht es uns immer am schlechtesten. Denn dann bleibt alles, wie es ist, alles gleich. Und das ist genau das Gegenteil von Leben. Leben bedeutet Veränderung, Entwicklung, Weiterentwicklung, Lernen und Fehler machen. Lernen ist Veränderung und Leben ist Veränderung. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet.